Einen schönen Abend und willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten am Dienstag. Gestern erreichten uns diese Bilder aus Stiefenhofen im Landkreis Lindau. Dort ist ein Heißluftballon bei der Landung von einer Windböe in einen Baum geweht worden und dort hängen geblieben. Der Pilot und alle Mitfahrer konnten sich unverletzt aus ihrer misslichen Lage befreien. Passanten halfen, mit dem Ballon zu bändigen. Und da hört der Film auch auf, denn der Kameramann hat auch mit angepackt. Unsere Themen heute: neuer Chef am Fliegerhorst Kaufbeuren, Kommandoübergabe vor angetretener Truppe, vom Tänzlehölzle zum Fliegerhorst, Sonderausstellung im Jakob-Brucker-Gymnasium und Mensch im Mittelpunkt, Informationstag für Pflegeberufe an der Agentur für Arbeit. Das Wetter im Allgäu, am Nachmittag Sonne satt und Temperaturen von 1 bis 4 Grad. Ein Wechsel auf dem Chefsessel in einem normalen Betrieb ist meist keine große Sache. Der alte Chef geht, der neue kommt. Anders bei der Bundeswehr. Dort wird ein Führungswechsel nach einem ganz speziellen militärischen Zeremoniell durchgeführt, bei dem eine ganze Ehrenformation und die gesamte Abteilung in Reih und Glied antritt. Zu sehen gestern in Kaufbeuren. Hier wurde das Kommando über das Technische Ausbildungszentrum Süd der Luftwaffe an einen neuen übergeben. Beim Neujahrsempfang des Fliegerhorsts der Bundeswehr in Kaufbeuren war vor allem eines Thema: die Kommandoübergabe über das Technische Ausbildungszentrum Süd der Luftwaffe von Oberst Dirk Niedermeier an seinen Nachfolger Oberstleutnant Martin Langer. Für den neuen Kommandeur gilt es gleich als erstes, geplante Veränderungen umzusetzen. Wir machen hier vor Ort auch Grundlagenausbildung im Bereich Luftfahrzeugtechnik. Diese Grundlagenausbildung wird derzeit umgestellt. Es ist eine zertifizierte Ausbildung, sodass jeder, der hier unsere Ausbildung verlässt, eine anerkannte Ausbildung bekommt, die auch zertifiziert wird. Dort machen wir derzeit nur eine Theorieausbildung und in Zukunft wollen wir dort auch eine Praxisausbildung mit anbieten. Und dafür muss sich einiges noch verändern. Auf Oberst Niedermeier warten neue Aufgaben in Köln im Kommando Luftwaffe. Doch zuerst wurde er von Oberst Georg von Harling als Kommandeur des Technischen Ausbildungszentrums Abteilung Süd entpflichtet und das Kommando an seinen Nachfolger übergeben. Alles nach streng militärischem Prozedere. Ja, das ist ein militärisches Zeremoniell. Dort ist eine Ehrenformation und die gesamte Abteilung angetreten. Dann ist es so, dass zunächst mein Vorgesetzter dort eine Rede halten wird. Danach darf ich eine Rede halten. Dann wird dieses militärische Zeremoniell der Flaggenübergabe stattfinden. Das heißt also, meine Dienstflagge wird übergeben an meinen Nachfolger. Und dann darf mein Nachfolger noch eine kurze Rede halten. Und dann ist das militärische Zeremoniell sozusagen beendet. Eigentlich ließ man 2011 eine Bombe platzen und verkündete eine geplante Schließung des Fliegerhorst. Umso glücklicher zeigten sich gestern alle Beteiligten, einschließlich Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, über das Weiterbestehen des Stützpunkts in Kaufbeuren. Oberstleutnant Langer ist ab sofort Disziplinarvorgesetzter aller am Fliegerhorst stationierten Soldaten. Außerdem unterliegen die Organisation der Ausbildung sowie das Material, die Gerätschaften und die komplette Infrastruktur nun in seiner Verantwortung. Hier am Standort in Kaufbeuren verantworten wir die luftfahrzeugtechnische Ausbildung, insbesondere für Eurofighter und Tornado. In der Summe haben wir ca. 550 Mitarbeiter. Dazu kommen regelmäßig im Schnitt, das wechselt natürlich abhängig von den Lehrgängen, ca. 600 Lehrgangsteilnehmer, die wir hier pro Tag auch noch vor Ort haben, zur Ausbildung der Luftfahrzeugtechnik. Dort haben wir neben realen Luftfahrzeugen auch sehr viele sogenannte Demonstratoren, wo wir etwas zeigen können, was dem realen Luftfahrzeug sehr ähnlich ist, wo man dem Schüler sehr gut erklären kann, wie die Zusammenhänge sind, damit er das auch versteht und nachher dann im fliegenden Verband, wofür wir die Ausbildung ja machen, umsetzen kann. Der neuen Aufgabe sieht der Offizier mit Freude entgegen. Ich freue mich riesig und habe natürlich auch Stolz drauf, dass mir diese Aufgabe zuteil wird. Natürlich auch ein ganz klein wenig Respekt, weil es wieder eine neue Aufgabe ist im Bereich Luftfahrzeugtechnik, die in dem Detailgrad
jetzt erstmal noch ausgelebt, ausprobiert werden muss von mir. Aber ich fühle mich gut vorbereitet und ich denke, das kriegen wir hin. Nach dem offiziellen Teil der Kommandoübergabe und dem anschließenden Neujahrsempfang wurde dann im Offiziersheim natürlich noch angestoßen. Auf das bevorstehende neue Jahr und auf den neuen Kommandeur. Entwicklungsminister Gerd Müller und Wissenschaftsministerin Anja Karliczek haben bei einem Fachgespräch in der Kemptener Hochschule eine Wasserstoffstrategie angekündigt. Ende vergangenen Jahres hatte der Raum Oberallgäu-Kempten ja den Zuschlag als eine von 5 Zukunftsregionen für Wasserstofftechnologie erhalten. So sollen zum Beispiel künftig Züge mit Wasserstofftechnologie in der Region verkehren. Der Wasserstoff könnte unter anderem am Klärwerk in Lauben, beim Zweckverband für Abfallwirtschaft in Kempten oder auch in Wasserkraftwerken produziert werden. In diesen Anlagen fällt häufig nicht benötigter grüner Strom an, der für die Produktion von Wasserstoff genutzt werden kann. Auch Speditionen und Bauunternehmen im Ober- und Ostallgäu sind an den Ergebnissen der Forschungsprojekte der Hochschule Kempten interessiert. Das einzigste Problem: bisher sind europäische Unternehmen noch nicht in der Lage, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge herzustellen. Aber da sind sich die Fachleute einig, grüner Wasserstoff wird das Erdöl von morgen sein. Und jetzt weitere Nachrichten aus dem Allgäu. Lerchenmüller. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Fertigstellung. Ihr Profi für die komplette Gebäudehülle in Sachen Spenglerei und Flachdachbau. Ein bisschen dicht gibt's it. Unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn. Fernweh? Erlebe das Strand- und Bergparadies Korsika. Direkt und bequem jeden Sonntag ab dem Allgäu Airport Memmingen. Alle Infos unter romberg-reisen.de und in Ihrem Reisebüro. Der perfekte Start in den Tag. Mit den beliebtesten Stimmen des Landes. Antenne Bayern. Antenne Bayern. Zuverlässig. Live. Und immer für euch da. Daheim, auf der Arbeit und unterwegs. Gemeinsam haben wir Spaß, sind immer up to date und machen das Unmögliche möglich. Servus, wach werden in Bayern ist doch das Schönste. Jeden Morgen mit Likey. Und mit Indra und vor allem mit euch. Guten Morgen Bayern, auf Antenne Bayern. Der Treffpunkt für anspruchsvolle Genießer. Zeitgemäße regionale Küche mit allgäuerisch-bayerischen Spezialitäten in historischem Ambiente. Zum Stift. Gepflegte Allgäuer Wirtshauskultur mit Gemütlichkeit und Gastfreundschaft. Das neue Kempten-Museum im Zumsteinhaus am Residenzplatz zeigt die Geschichte der Stadt von den Römern bis heute. Besondere Ausstellungsstücke, Menschen und ihre Geschichten machen Lust auf eine Reise in die Vergangenheit. Übrigens, der Eintritt ins Museum ist frei. Die Winterfestbetreiber und das Allgäuer Brauhaus sowie die Bergbahnen Kleinwalsertal-Oberstdorf präsentieren das Winterfest. Livebands sorgen beim Winterfest im Nordic Park für beste Unterhaltung. Im WM-Barclub Essen und Trinken inklusive. Sichern Sie sich Ihre Tickets im VIP-Bereich. Nähere Infos unter www.winterfest-oberstdorf.de. Cash & Carter. Freuen Sie sich am kommenden Freitag um 19 Uhr auf eine Hommage an Johnny Cash und June Carter im Stadtsaal Kaufbeuren. Jeder kennt sie, die unvergessenen Hits von Johnny Cash und seiner Frau June Carter. Unvergessene Country-Musik dargeboten vom Sänger der Folsom Prison Band Roman Hofbauer und der vielfältigen Sängerin Marina Jay. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und jetzt die Kurznachrichten am Dienstag. In Mindelheim ist heute Morgen ein Schulbus frontal in ein Auto gekracht. 7 Menschen wurden dabei verletzt. Der Kombibus war mit insgesamt 8 Insassen, darunter 4 Schulkindern, unterwegs zur Schule. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Busfahrer in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Auto zusammen. 3 Kinder und 2 Erwachsene aus dem Bus wurden leicht verletzt. Ebenso der Fahrer des Autos und ein Kind darin.
Der Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro. Ein weiterer Unfall hat sich bereits am vergangenen Freitag in Memmingen ereignet. Wie die Polizei jetzt berichtet, ist dort eine Fußgängerin von zwei Geisterradlern angefahren worden. Sie war in der Neuen Welt in Richtung Ammendingen unterwegs, als ihr ein Radfahrer auf dem Gehweg entgegenkam. Er stieß mit der Frau zusammen, sie fiel zu Boden, der Radfahrer aber fuhr einfach weiter. Ein zweiter Radfahrer fuhr dann über das Bein der Fußgängerin. Zwar stürzte er dabei auch, stieg aber wieder auf sein Fahrrad und fuhr ebenfalls weiter, ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise. Auto fährt in Trettach. Gestern Abend ist ein 60-jähriger Autofahrer in Oberstdorf mit seinem Auto in der Trettach gelandet. Der Mann war vom Parkplatz der Nebelhornbahn aus losgefahren und wollte nach links abbiegen, aber anstatt über die Brücke fuhr er in den Bach. Die Feuerwehr Oberstdorf rettete den Mann aus seinem Auto. Die Polizeibeamten vor Ort stellten bei dem 60-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Er wurde nur leicht verletzt. Das Auto wurde mit einem Kran geborgen. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte vor Ort. Die Tierschutzorganisation PETA hat einen Oberallgäuer Landwirt bei der Staatsanwaltschaft Kempten angezeigt. Einige der 35 Tiere, die der Bauer auf seinem Hof hält, sollen laut PETA stark abgemagert sein. Ein Rind soll tot sein. Zeugen sollen das dokumentiert haben. Die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelt nun und hat beim Landratsamt Oberallgäu Erkenntnis über den Hof angefordert. Der Pressesprecher des Landratsamtes, Andreas Kenders, sagte gestern, man kenne den Bauernhof, es seien regelmäßig Amtstierärzte dort und die Lage habe sich bereits verbessert. Eishalle macht Probleme. Die Eishalle im Unterallgäuer Bad Wörishofen wird für die Stadt immer mehr zum Sorgenkind. Nach Schäden am Dach und an der Fassade, die im vergangenen Jahr festgestellt wurden, kommen jetzt weitere Mängel bezüglich des Brandschutzes hinzu. Auch die Sicherheitsbeleuchtung und die Alarmanlage müssen erneuert werden. Das Ganze wird voraussichtlich um die 180.000 Euro kosten. Im derzeitigen Zustand darf die Halle nur für den Eissport genutzt werden. Andere Veranstaltungen finden nicht statt. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Stadt die Halle komplett sanieren muss. Ein Eishockeyspieler des EC Senden hat sich am Samstagabend in Lechbruck am See als sehr schlechter Verlierer gezeigt. Nach einem 8:4 Heimsieg des ERC Lechbruck gegen den EC Senden gefiel ihm wohl der Jubel der Heimfans nicht. Er stieß mit seinem Stockende durch das Gitter oberhalb der Bande und traf dabei das Gesicht eines 14-jährigen Zuschauers. Dieser erlitt eine Prellung und musste ambulant behandelt werden. Gegen den Spieler wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nadelbäume trocknen aus. Die für einen Januar hohen Temperaturen und der mangelnde Schnee machen den Allgäuer Wäldern zu schaffen. Besonders Nadelbäume sind gefährdet, weil die schützende Schneedecke fehlt. Vor einem Austrocknen, vor allem der Fichten, warnen jetzt die bayerischen Staatsforsten. Eine Schneedecke würde das Durchfrieren des Bodens verhindern, sodass die Fichten genug Wasser bekommen. Friert der Boden durch, haben die Flachwurzler keine Chance auf genügend Wasser. Mittel- bis langfristig sollen Fichten deshalb durch andere Bäume ersetzt werden, die tiefer wurzeln, wie zum Beispiel Tanne, Lärche oder Kiefer. Die Bundespolizei hat am vergangenen Freitag bei einer Fernreisebuskontrolle in Lindau einer Mutter und ihrer Tochter die Ausreise nach Italien untersagt. Wie die Polizei jetzt berichtet, lag der Verdacht der Kindesentziehung vor. Die beiden waren nicht mehr mit Wohnsitz in Deutschland gemeldet und untergetaucht. Der 55-jährigen Mutter aus Niedersachsen wurde bereits im Sommer 2019 unter anderem das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter vorläufig entzogen. Sie wurde an die Lindauer Kriminalpolizei übergeben. Die 14-jährige Tochter wurde in eine Jugendeinrichtung in Memmingen gebracht. Einsatzbilanz der Johanniter. Die Oberallgäuer Johanniter sind im vergangenen Jahr zu insgesamt 4.454 Einsätzen gerufen worden. Das geht aus der Bilanz 2019 hervor, die jetzt veröffentlicht wurde.
Demnach sind die Johanniter von ihren Standorten in Kempten, Durach und Bad Hindelang aus rund 117.000 Kilometer gefahren. Die Fahrten teilen sich in Krankentransporte, Notfalleinsätze, Fehleinsätze und sonstige Dienstfahrten auf. Auf den stetig steigenden Bedarf wurde letztes Jahr mit der Eröffnung eines neuen Standortes in Bad Hindelang reagiert. Insgesamt sind die Johanniter rund 6.000 Kilometer mehr gefahren als 2018. Der Bürgermeister von Pless im Unterallgäu, Anton Keller, muss eine Geldstrafe wegen des Verstoßes gegen das Waffenrecht zahlen. Er darf aber Bürgermeister bleiben. Im November 2018 wurden bei Anton Keller und seinem Nachbarn etwa 20 Pistolen und Gewehre sowie Munition und Schwarzpulver beschlagnahmt. Die Frau seines Nachbarn habe ihn gebeten, auf die Waffen aufzupassen. Keller habe sich keine Gedanken darüber gemacht, dass dies nicht erlaubt sei. Die verhängte Geldstrafe liegt unter 90 Tagessätzen und taucht damit nicht in Kellers Führungszeugnis auf. Grundsätzlich hat er einen Strafbefehl des Memminger Amtsgerichts akzeptiert. Allerdings hat er gegen die Höhe der Tagessätze Einspruch eingelegt. Sein Einkommen sei vom Gericht falsch eingeschätzt worden. Soweit die Nachrichten für heute. Jetzt noch das Wetter. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht sinken die Temperaturen im gesamten Allgäu unter den Gefrierpunkt. Minus 1 bis minus 7 Grad sind zu erwarten. Es bleibt trocken, allerdings treiben vereinzelt Wolken über den Himmel. Der morgige Vormittag wird sonnig, aber kalt. Im Ost- und im Unterallgäu sind ein paar Wolken dabei. Dort wird es mit minus 3 Grad auch am kältesten. Im Laufe des Tages wärmt die Sonne die Luft ein bisschen auf. Zumindest liegen die Temperaturen dann über dem Gefrierpunkt. 1 bis 4 Grad plus werden es. Und bis auf ein paar Wölkchen im Ostallgäu gibt es auch überall Sonne satt. Ein sonniger Tag erwartet morgen auch die Skifahrer. Keine Wolken sind in Sicht. In Bolsterlang wird es mit minus 5 Grad im Tal am kältesten. Der meiste Schnee liegt am Nebelhorn. 110 cm dick ist die Schneedecke dort. In den folgenden Tagen wird es wieder wärmer. Am Donnerstag werden es bis zu 9 Grad. Am Freitag geht es mit 11 Grad sogar in den zweistelligen Bereich. Das Wochenende beginnt dann etwas kühler und bringt vermehrt Wolken mit sich. Im November letzten Jahres eröffnete das Stadtmuseum Kaufbeuren die Sonderausstellung Kaufbeuren unterm Hakenkreuz. Die Besonderheit: Das Stadtmuseum rief die Bürgerinnen und Bürger Kaufbeurens auf, dem Museum Ausstellungsstücke aus dem privaten Fundus zukommen zu lassen. Außerdem kooperierte das Museum mit insgesamt 10 Partnern, die verschiedene multimediale Angebote erstellt hatten. Ein Partner war das Jakob-Brucker-Gymnasium. Das P-Seminar Geschichte stellte eine Teilausstellung zum Thema Kaufbeuren unterm Hakenkreuz zusammen, unter anderem zur Geschichte des Fliegerorts. Insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler begaben sich unter Regie des Stadtmuseums auf Spurensuche durch Kaufbeuren. Was dabei rauskam, ist seit Anfang Januar im Technikum des Jakob-Brucker-Gymnasiums zu sehen. In verschiedenen Gruppen wurden unter anderem die Themen politische und ethnische Ausgrenzung, die Kaufbeurer Schauburg und die Geschichte des Fliegerhorsts behandelt. Ich wohne relativ nah am Fliegerhorst und mich hat das schon immer begeistert. Ich schaue auch oft am Fliegerhorst vorbei, fahre oft vorbei. Und ich fand es einfach interessant, wie viel einfach in Kaufbeuren passiert ist, auch im Fliegerhorst. Man weiß es ja so gar nicht, man kennt viele Geschichten vom Zweiten Weltkrieg und dann, dass doch so viel wirklich hier in Kaufbeuren passiert ist, vor allem im Fliegerhorst, und das hat mich eigentlich dazu bewegt, in die Gruppe zu gehen. Im Gespräch mit Spezialisten des Fliegerhorstes konnten die Schülerinnen und Schüler viel aus der Zeit des Nationalsozialismus rekonstruieren. Bei einer Gruppe gestaltete sich die Recherche aber auch als Herausforderung. Ich kann für mich reden, bei uns lief alles relativ gut, dann gab es aber andere Gruppen, wie zum Beispiel die vom BKH, da gab es ein paar Schwierigkeiten in Sachen Archive oder von Themenbeschaffung. Das meiste lief ziemlich gut, aber es gab auch schon ein paar Probleme. Denn die Jungs und Mädels recherchierten zu Einzelschicksalen bestimmter Personen. Das gestaltete sich schwieriger, als die Historie verschiedener Gebäude zu erforschen. Zum Fliegerhorst erhielten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise auch Exponate, welche dort auf einem Dachboden gefunden wurden.
Ansonsten beschafften sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars hauptsächlich verschiedene Schriftstücke und Karten aus Archiven. Die wurden dann in Zusammenarbeit mit einem Mediengestalter aufbereitet. Es wurde vielfach mit dem Stadtmuseum zusammengearbeitet, dass von denen die Anregungen gekommen sind, dass die Unterthemen ein bisschen vorgegeben worden sind. Den Rest haben die Schüler gemacht und dann immer in Rückmeldung mit dem Stadtmuseum eben jetzt hier auch geklärt, passt das, passt nicht, muss man was ändern. Und die Gruppe, halt, die mit dem Fliegerhorst zusammengearbeitet hat, hat dann sehr früh auf eine eigene Ausstellung hingearbeitet, weil klar war, dass in dem kleinen Raum im Stadtmuseum viel zu wenig Platz ist für das, was sie finden. Und dann hat die Bundeswehr eben auch die Möglichkeit geboten, eine Sonderausstellung im Fliegerhorst zu machen für das Thema Kaufbeuren, der Fliegerhorst in der NS-Zeit. Und die sind dann eben auch zu uns in die Schule runtergekommen, haben also diesen Teil jetzt bei uns hier auch. Und von meiner Gruppe haben die anderen zwei sich eben jetzt angeschlossen und auch ihre Sachen als Ausstellung mit dazu. So gastierte die Ausstellung bis Ende Dezember an deren Originalschauplatz, dem Offizierscasino des Fliegerhorstes, bevor sie nun zusammen mit weiteren Themen am Jakob-Brucker-Gymnasium zu sehen ist. Geschichtslehrerin Anneliese Pfänder ist sehr zufrieden mit der Arbeit ihrer Schülerinnen und Schüler. Und auch die sprechen von einer bereichernden Erfahrung. Ja, also es war am Anfang was, man ist halt mit so einem Grundgefühl, ja, das ist ein schwieriges Thema, aber umso mehr dann passiert ist, umso mehr dann rausgekommen ist, musste man schon zweimal schlucken, bis man quasi kapiert hat, was wirklich auch hier zentral in Kaufbeuren passiert ist. Und das find ich, das war das quasi das Heftigste, dass da wirklich auch in Kaufbeuren so viel Sachen gelaufen sind. Genau. Bis zum Ende der Woche ist die Schülerausstellung noch am Gymnasium zu sehen. Ein Teil der Materialien kommt danach dann wahrscheinlich ins geplante Fliegerhorstmuseum. Was ist eigentlich mit Memmingens Kneipen los? Gleich zwei Etablissements haben nach Auflagen des Bauamts bzw. der Stadt Memming für die Besucher traurige Entscheidungen getroffen. Der Eiskeller hat künftig samstags geschlossen. Hintergrund ist die von der Stadt veränderte Sperrzeit von 5 auf 3 Uhr, die laut Besitzer einen wirtschaftlichen Betrieb der Diskothek nicht mehr möglich macht. Zwar hat es noch eine Online-Petition gegeben, aber die Stadt begründete die Entscheidung mit einer zu hohen Zahl von Polizeieinsätzen im Bereich des Lokals. Die Kultkneipe Treff macht dagegen nach 45 Jahren gleich ganz dicht. Die Enttäuschung darüber ist groß, nicht zuletzt, weil es Entscheidungen des Bauamts waren, die den Betreiber Robert Manns zur Kündigung des Mietvertrags bewogen haben. Er versteht allerdings auch nicht, warum die Stadt Memmingen nach seiner Kündigung auch keine neue gastronomische Nutzung zulassen will. Vielleicht kommt ja ein Archiv für überflüssige Vorschriften und Maßnahmen in die Räume, schrieb ein User auf der Facebook-Seite der Kneipe. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempen. Philipp ist einfach clever. Denn er weiß, wenn er jetzt Präg, Strom oder Erdgas bestellt, spart er 5 Cent beim Tanken. Mit der Präg Clever Card. Einfach auf www.präg-clevercard.de gehen, zu Präg wechseln und sparen. Präg, wir verstehen Energie. Gültig für maximal 1000 Liter Kraftstoff an ausgewählten Präg-Tankstellen. Vertragsbedingungen auf www.präg-clevercard.de. Ganz oben, Obertauern. Herzlich willkommen bei Delta Möbel, Ihrem Spezialisten für Inneneinrichtung. Wir bieten eine reichhaltige Auswahl individueller Möbel. Für jeden Anspruch das Richtige, dank der persönlichen Beratung durch unser Fachpersonal. Besuchen Sie uns in unseren Häusern in Bubesheim und Leutkirch im Allgäu. Ach Stefan, flieg doch einfach ab Memmingen. Da kommst du problemlos hin. Parken direkt am Flughafen ist super günstig und du bist wirklich schnell am Terminal. Einfacher
Anreise, günstig parken, kurze Wege, über 50 Flugziele in Europa, Afrika und Asien. Flughafen Memmingen, dein Flughafen in der Region. Küchenmeier, die Küchen Nummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Erleben Sie exklusives Chalet-Ambiente im Herzen von Kempten. Unser ausgewähltes Sortiment orientiert sich stets an den aktuellen Trends. Residenzboutique Kempten. Ihre Leidenschaft für Mode ist unser Anspruch. Seit Jahren fehlen in Deutschland tausende Pflegekräfte. Um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken, wirbt die Bundesregierung auch um ausländische Pflegekräfte. Doch bis die loslegen können, verzweifeln die Anwärter oftmals an der deutschen Bürokratie. Viel wichtiger und auch einfacher ist es also, die Pflegekräfte gleich in Deutschland zu generieren. Und das beginnt in erster Linie bei Schülerinnen und Schülern. Die Agentur für Arbeit informiert um diese Jahreszeit regelmäßig über die Möglichkeiten, welche Jugendlichen nach ihrem Schulabschluss zur Verfügung stehen. So auch über Pflegeberufe. Mensch im Mittelpunkt. Unter diesem Motto stand der Berufsinformationstag der Agentur für Arbeit zu verschiedensten Pflegeberufen. Spezialisten verschiedener Fachschulen informierten beispielsweise über Ausbildungseinrichtungen innerhalb der Sozialbetreuung, Krankenpflege, Heilerziehungspflege oder auch Kinder- und Altenpflege. Gerade im Bereich Altenpflege gibt es viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Viele Heime müssen in Teilen auch schon Bereiche schließen, weil sie nicht die ausreichende Zahl an Mitarbeitern haben. Also Pflege im Bereich Altenpflege ist, denke ich, ja, hochinteressant und sehr gefragt. Aber auch Gesundheits- und Krankenpflege ist ein ganz großes Feld. Es wird unterschätzt, allein ja, knapp 7000 Menschen im Allgäu arbeiten im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege, also eher in den Krankenhäusern. Auch da gibt es sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Knapp 7000 Fachkräfte in den Allgäuer Kliniken und doch nicht überall genug. Nicht nur die Krankenhäuser spüren den Pflegenotstand, auch die Schulen erkennen den Mangel. Also die Einrichtungsleiter, die sind dann natürlich sehr darauf bedacht, dass eben zunehmend Fachkräfte ausgebildet werden und kommen mit Anfragen zu uns. Wir stehen in einem engen Austausch und eben in regelmäßigem Kontakt auch, sodass der Bedarf uns gemeldet wird und wir natürlich auch auf den Bedarf entsprechend ausbilden. Also ich denke, das spricht sich auch herum oder ist deutlich geworden, dass die Fachkräfte zunehmend gesucht werden und die einzelnen Einrichtungen dann natürlich auch besorgt sind und eben die jungen Leute dann entsprechend motivieren, sich weiterzubilden. Oder auch ältere Mitarbeiter, die in den Einrichtungen sind, dazu motivieren, dass sie diese Ausbildung entsprechend auch machen. Innerhalb der Vorträge und anschließenden Einzelgesprächen appellieren die Referenten an die Schülerinnen und Schüler, sich die Entscheidung für einen Pflegeberuf gut zu überlegen. Man müsse körperlich, vor allem aber auch seelisch belastbar sein können und am besten durch ein Vorpraktikum bereits Einblicke in das Berufsfeld haben. Gleichzeitig kann man sich aber auch im Klaren sein, dass die Pflege aufgrund der alternden Gesellschaft viele zukunftsträchtige Arbeitsplätze bietet. Ich denke, durch die Diskussion auch in den Medien in den letzten Monaten und Jahren ist jedem bewusst geworden, wie wichtig die Pflege ist und jedem rückt stärker ins Bewusstsein. Jeder wird älter, man möchte selbst auch gepflegt werden und ich glaube, dadurch ist das Ansehen der Pflegeberufe schon ein Stück weit auch nach oben gegangen. Das Ansehen für Pflegeberufe wächst. Die oftmals harten Arbeitsbedingungen, die häufig von Stress und Überlastung geprägt sind, bleiben. Dann gilt es, einen starken Willen zu haben und fest hinter seinem Beruf zu stehen, weil man ihn gerne macht. Es gibt einen Spruch, das heißt, Hilfe es mir, selbst zu tun, in unserem Berufsbild, da wir ja die Assistenten sind. Und das begeistert mich, den Menschen zu helfen, selber Dinge zu tun, Teilhabe in der Gesellschaft zu haben. Hat man eben diese ganz persönliche Überzeugung dann erst einmal gefunden, fällt einem die Entscheidung für den am besten passenden Beruf gar nicht mehr schwer. Und wir kommen ganz sicher morgen wieder. Dann geht es unter anderem um Ideen für einen sanften Tourismus am Gründen. Eine spannende Geschichte, da wird sich noch einiges tun. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Das war's für heute. Das waren die Allgäu-TV-Nachrichten am Dienstag. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und bis morgen.